Muss man Allah und seinen Gesandten lieben oder reicht es, wenn man an ihn glaubt? Wie liebt man sie richtig? Natürlich musst du Allah lieben. Wenn du Allah nicht liebst und wenn du den Gesandten nicht liebst, dann was hast du von Iman? Liebe ist die Basis der Religion. Weil wenn du Allah nicht liebst, dann wirst du auch nicht machen. Und du wirst du auch nicht verlassen. Und wenn du den Propheten nicht liebst, dann bist du kein Gläubiger. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Bei Allah, keiner von euch wird vollständig in Iman, bis er im Glaube, bis er mich als sein Vater und sein Kind und alle Menschen liebt. Deshalb Umar sagte: O Gesandter Allahs, ich liebe dich, aber nicht mehr als mich selbst. Da sagte Umar: Nein. Dann später sagte Umar ihm: Ich liebe dich mehr als mich selbst. Er sagt: Jetzt bist du vollständig im Iman geworden. Wie liebt man Allah? Wie liebt man den Propheten? Klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Sprich, wenn ihr behauptet, Allah zu lieben, folgt mir, so wird Allah euch lieben. Das bedeutet, deine Liebe zu Allah bestätigst du, indem du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst, indem du die Sunna praktizierst. Und deine Liebe zu Allah bestätigst du, indem du kein Sünden begehst, indem du versuchst, immer auf dem richtigen Weg zu sein. Aber wir wissen doch, wir sind Menschen, wir sind schwach. Wenn wir Sünden begehen, dann müssen wir Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Und wir sollten nicht rutschen in den falschen Weg. So ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Liebe ist, dass du das machst, was dein Liebling liebt, und dass du das unterlässt, was dein Liebling nicht will. Du weißt, Allah will von dir das, dann versuchst du. Und Allah will von dir das nicht, dann unterlässt du. Du folgst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, du lernst sein Sunnah, du praktizierst das. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch verboten hat, machst du nicht. Machst du keine Bid'ah, keine Neuerung in der Religion. So wirst du Allah lieben und wird Allah auch dich lieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Am liebsten, was ich von meinem Diener liebe, ist, dass mein Diener die Verpflichtungen praktiziert. Und wenn er dann freiwillige Sachen macht, dann werde ich ihn lieben. Und wenn Allah dich liebt, was passiert? Du wirst gucken nur für etwas, was halal ist. Du wirst sagen, was gut ist. Allah wird dich schützen sozusagen. Und du wirst immer etwas Gutes machen und tun. Aber nochmal, wir sind Menschen, wir sind schwach. Barakallahu fikum, sagakumullah khair. Wenn wir dann aber Sünden begangen haben, dann müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung bitten.